Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Kennen Sie solche Situationen, wo aufgrund von einem verstorbenen Vater dann ein anderer Mann in das Leben in dieser Familie kommt und dadurch dann eine Menge durcheinander gewürfelt wird? Und dieser Ersatzvater oder auch der Ersatzpartner, das ist jetzt Thema in diesem Video. Gibt es unterschiedliche Aspekte, wie man das Thema eben jetzt angehen kann. Wenn der Vater gestorben ist, der ist doch oft so ein zentraler Punkt in der Familie und es ändert sich dann was, dann gibt es oft so einen Push, wo dann sehr viele, die bisher vielleicht eher zurückhaltender waren, in einem größeren Familiensystem, dann plötzlich hervorkommen und dann auch ein Stück Vaterrolle übernehmen. Das erlebe ich immer wieder in meinen familientherapeutischen Sitzungen, wo es um die Großfamilie geht, wo sich da sehr viel tut. Und oft, wenn der Vater früher sehr aktiv war und auch sehr präsent war und sehr viel zusammengehalten hat und der dann eben stirbt, hinterlässt er ein Vakuum und dann gibt es eine ziemliche Dynamik, die es vorher einfach nicht geben konnte, weil er der Platz erst jetzt frei geworden ist. Und wenn wir jetzt das Unterschiedliche anschauen, jetzt auf Kinderebene, aber auch auf Geschwisterebene, da gibt es unterschiedliche Aspekte. Wenn wir uns zuerst das anschauen auf Geschwisterebene, also der Bruder oder die Schwester von diesem Mann, der eben gestorben ist, wird dann aktiver und versucht dann eben in diese kleinere Familie, in die Familie, wo eben dieser Mann gestorben ist, mehr Einfluss zu nehmen. Das geht oft schief, weil der Onkel hat eigentlich da nichts zu suchen drinnen. Selbst wenn die Hinterbliebenen von der Familie, wo eben der Vater oder der Mann eben verstorben ist, danach verlangt, dass da jetzt der Onkel zum Beispiel mehr Einfluss nehmen soll und sich mehr kümmern soll, ist die Gefahr groß, dass er nicht, weil er doch vergleichsweise zu weit weg ist, gar nicht so gut versteht, warum es in dieser kleinen Kernfamilie, in dieser Rumpffamilie, die ihm übergeblieben ist, meistens Mutter und Kinder, worum es da geht und was die brauchen. Und deshalb würde ich eher empfehlen, nicht irgendwie einen Onkel da jetzt da reinzuholen und da viel eben dem Raum zu geben, sondern die Familie, die Rumpffamilie, sollte eher jetzt versuchen, wie sie sich selber organisiert. Es fehlt aber jetzt ein Vater. Es fehlt eben ein Mensch, der väterlich auf sie schaut. Und da ist jetzt eben die Frage dann für die hinterbliebene Frau, neuer Partner oder eben ein verwandter männlicher Part. Und da geht es dann oft darum, nicht zu vorschnell zu entscheiden, weil das kann eine massive Auswirkung natürlich auf sie haben, aber auch auf die Kinder. Und wenn es dann zu viel Streit kommt, wenn es dann zu viel Diskussionen kommt, wenn es dann zu viel innere Aggressionen kommt, die plötzlich unerklärlich sind, ja, dann ist das, weil die Lücke nicht gut erfüllt und nicht gut ersetzt wurde, nicht gut dann neu gefüllt wurde. Das ganze Familiensystem, dieses Rumpfsystem aus Mutter und den Kindern, muss sich erst neu strukturieren, muss sich erst neu ausrichten auf eine Person, die dann akzeptiert wird als Vaterersatz. Und jetzt sind wir eben beim Vaterersatz. Was ist ein Vaterersatz, der von den Kindern akzeptiert wird? Das ist jemand, der beschützt und Geborgenheit gibt, ohne sich in diese hochpersönlichen Dinge des Vaters einzumischen, die er nicht ist. Ein Vaterersatz wird in der Vater sein. Er soll schauen, dass alles funktioniert. Das ist so irgendwie die Aufgabe des Ersatzvaters. Aber sonst soll er sich eher von den emotionalen Dingen zurückhalten. Das muss die Mutter alleine kompensieren. Wenn die Mutter jetzt in Vertretung des abwesenden, verstorbenen Vaters dem neuen Partner oder dem Onkel oder was auch immer zu viel Möglichkeiten gibt und sich selber zurückzieht, weil sie vielleicht auch zu Recht überfordert ist oder so, ja, werden die Kinder eher verunsichert werden und werden die Kinder eher sich nicht sehr gut an diesen Vaterersatz orientieren und sich eher zurückziehen. Kommt es auch aufs Alter an, ja, aber ich würde sagen, so ab 10 Jahren ist es ein ziemliche Überforderung und werden sie sich eher zurückziehen. Auch wenn dieser Vaterersatz sehr, sehr liebevoll und sehr gutmeinend ist und sehr unterstützend ist, es wird nur bis zu einem gewissen Grad gehen.
Deshalb die Empfehlung, dieser Vaterersatz muss wissen, dass er Ersatz ist und dass er auch Ersatz bleibt und dass er nicht die volle väterliche Funktion ausfüllen wird. Gilt auch übrigens für Patchwork-Familien, ganz wichtig. Ja? Aus der Sicht dieses Mannes, der sich jetzt als Vaterersatz erlebt, gibt es auch einige Punkte zu sagen. Wenn Sie jetzt das Gefühl haben, weil Sie der neue Freund von der Witwe quasi sind, ja, und sich da eben auch positiv einbringen wollen, ganz liebevoll, ganz positiv, oder von der Patchwork-Familie, sie sind eben dann der Stiefvater und sind dadurch Vaterersatz und ziehen auch ein in den Haushalt von dieser Mutter und den Kindern, dann haben sie zwei Dinge als Herausforderungen, die sie bewältigen müssen, wenn sie Vaterersatz werden wollen. Die eine Herausforderung ist, dass sie mal kritisch beäugt werden und dass sie in eine Kultur reinkommen, die ganz anders ist und sie können diese Kultur nicht kennen, auch wenn sie schon ein bisschen auch ein Gespür haben und auch wissen, was die eigentlich wollen oder brauchen. Da geht es um ganz feine Nuancen und das muss ich einfach akzeptieren als Vaterersatz, wenn es jetzt so hart klingt, dass ich diese feinen Nuancen nicht kennen kann. Ist auch nicht schlimm. Ich gestalte ja als eigenständiger Mensch und als männlicher Part in diesem Familienkonstellation gestalte ich dann mein Ding und ich präge eine neue Familienkultur und die präge ich möglichst langsam, nicht sehr ruckartig und nicht sehr brutal, sondern ich höre mal hin, was die brauchen und gebe dann das, was ich geben kann. Aber ich vermittle, wenn es meine Empfehlung wäre, nicht, dass ich jetzt der 1:1 der Vaterersatz bin. Sondern ich bin ein anderer. Ich bin ganz bewusst ein anderer und bleibe auch ein anderer. Dann bin ich sowas Ähnliches wie eine Vaterfigur. Ich bin sowas Ähnliches wie dieser verstorbene Vater. Aber ich bin's nicht und ich will's auch gar nicht sein. Ich bin auch übrigens ein neuer Partner und nicht ein Ersatzpartner. Das ist nämlich dasselbe, was ein Problem ist. Aber viele rutschen da in diese Position hinein, weil sie auch von einem starken Familiensystem vielleicht hineingesogen werden. Und dann kommt es eben zu Crashes, ja, was auch verständlich ist. Das Zweite, was wichtig ist, wenn ich da als Ersatzpartner gehypt werde, ja, dann würde ich sagen, ich schaue mir genau an, was die von mir wollen und dann überlege ich mir, ob ich das geben will und geben kann, weil es ist wichtig. Es kann durchaus sein, dass ich es gar nicht geben will, weil es ist für mich nicht passend von meiner Persönlichkeit her und von meiner Art, wie ich das leben möchte. Da muss ich es auch kommunizieren, nicht einfach stillschweigend nicht tun, weil dann kommt es wieder zu Verwirrung. Und wenn ich es nicht geben kann, weil ich merke, der Vater war irrsinnig reich, der verstorben ist und ich bin es gar nicht oder umgekehrt, ja, dann clasht das auch, ja, oder der war total cholerisch und ich bin ganz ein ruhiger Typ, ja, und so, dann clasht das auch. Dann muss ich sagen, ich kann das gar nicht, ich kann jetzt gar nicht cholerisch wegen euch, ich kann jetzt gar nicht wegen euch jetzt extra ruhig werden und so, das funktioniert nicht. Ich bin anders. Ich bin anders und ich habe einige Aspekte, die euch helfen können, die euch gut tun werden, aber ich bin ich und das ist gut so. Wenn sie das vermitteln, ist es auch ruhiger. Wenn die Partnerin, also so sein die Partnerin ist, da von ihnen Dinge verlangt, wie vom verstorbenen Mann eben, dann sagen, no, das mache ich nicht. Ja. Und wenn ich zum Beispiel jetzt dann nur ein Verwandter bin, nur unter Anführungszeichen ein Verwandter, wo dann eben die Kindesmutter verlangt vom Verwandten irgendwelche Dinge, die jetzt zu tun sind, muss ich mir jetzt genauso überlegen, ob ich da was tun kann. Da ist ein bisschen anders als beim Partner, weil da bin ich ohnehin weiter draußen. Kann ich sagen, ich bin nur der Bruder des Verstorbenen. Also von daher will ich auch gar nicht so tief rein und kann ich auch gar nicht so tief rein. Ich gehe auch wieder, ich wohne auch nicht in dem Haushalt. Das sind dann auch noch einmal andere Aspekte. Aber da ist eben familiensystemisch passiert da ganz viel und wenn sie merken, boah, das geht drunter und drüber und ich kriege das überhaupt nicht in den Griff und es kommt immer mehr zu Verquickungen und Verstrickungen, die einfach unangenehm sind oder auch bei Patchworks, wo ihr merkt, das funktioniert nicht, ja, das wird immer unrunder, dann bitte holen Sie sich da professionelle Hilfe. Ich habe das jetzt sehr allgemein versucht zu erklären, aber natürlich liegt es dann im Detail, auf was man dann besonders schauen muss. Deshalb herzliche Einladung, mich zu kontaktieren. Ich kann dann im Detail viel genauer noch auch nachspüren und auch von der Konstellation her auch dann sagen,
Wo gibt es dann wirklich Probleme, ja? Und wo muss man wirklich aufpassen, weil sonst auch die Kinder unter Umständen einen Schaden erleiden, ja? Oder weil dann die Beziehung miteinander bricht, weil das kann nicht funktionieren. Der clasht in das falsche Familiensystem einfach rein und das ist völlig inkompatibel, ja? Und in der Videobeschreibung, wie Sie wissen, gibt es den Link für ein kostenloses, kurzes Informationsgespräch. Ich freue mich, wenn Sie mich kontaktieren, dann können wir wirklich da auch in die Tiefe gehen. Alles Gute für Sie.